Wir haben die Winkelfunktion Sinus, Cosinus und Tangens kennengelernt als eine Möglichkeit, die Seitenverhältnisse von einem rechtwinkligen Dreieck zu einem bestimmten Winkel darzustellen oder zu charakterisieren. In diesem Video schauen wir uns ein paar grundlegende Berechnungen und Anwendungen dazu an. Das Allereinfachste ist jetzt erstmal so ein Cosinus oder ein Sinuswert zu einem bestimmten Winkel zu berechnen. Also hier Beispiel der Cosinus von 13 Grad. Wenn ich den jetzt ausrechnen möchte, da nehme ich den Taschenrechner zur Hilfe und wähle die Funktion Cosinus. Die ist hier auf dem Taschenrechner. Tippe also ein Cosinus von 13. Dabei muss ich darauf achten, dass hier bei dem Taschenrechner ein D eingestellt ist, für Degree. Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, Winkel einzugeben und wir wollen die Winkel aber hier jetzt in Grad haben. Also, Cosinus 13 Grad ist, da habe ich auf ist gleich 0,97434700648. Wenn man jetzt mit dem Wert weiterrechnen würde, dann nimmt man am besten den ganzen Wert aus dem Taschenrechner. Jetzt für uns können wir erstmal den gerundeten Wert nehmen. Ich runde mal auf drei Stellen hinter dem Komma, also 0,974. Und entsprechend könnte man jetzt auch den Sinus von 45 Grad ausrechnen. Also Sinus von 45 ist gleich Wurzel 2 halbe. Kann man sich überlegen, warum das so ist. Oder 1 durch Wurzel 2, das ist 0,707. Okay, aber im Allgemeinen will man eigentlich nicht diese Sinus- und Cosinus-Werte an sich ausrechnen, sondern man benutzt die, um jetzt unbekannte Seitenlängen in Dreiecken herauszufinden. Also schauen wir mal dieses Dreieck an. Ich habe hier jetzt nur so grobe Skizzen gemacht. Man braucht auch meistens keine wirklichen genauen maßstäblichen Zeichnungen, sondern wichtig ist immer, wo liegt der rechte Winkel? Welche Seite ist gesucht? Welche Seite ist angegeben? Und um welchen Winkel dreht sich hier alles? Also, wir haben hier einen Winkel angegeben. Also, ich sammle mal einmal zusammen, was habe ich gegeben? Ist also 50 Grad. Und die Hypotenuse ist hier also 5,5. Und ich habe hier eine Ankathete gesucht. Das ist die Ankathete. Ja, weil ja der Winkel hier liegt und das B grenzt an den Winkel. Also es ist die Ankathete. Ich fange jetzt also immer so an, dass ich mir eine Definition oder eine Winkelfunktion aussuche, in der halt meine gegebenen und meine gesuchten Sachen vorkommen. Ich brauche also jetzt was mit Ankathete und mit Hypotenuse. Und das ist der Cosinus. Also schreibe ich mir immer hin, Cosinus von 50 Grad, das ist Ankathete durch Hypotenuse, also b geteilt durch 5,5. Das ist immer der erste Schritt und den muss man auf Papier machen, damit einem keine Fehler bei den folgenden Umrechnungen unterlaufen. Also, Definition aufschreiben. Meine gesuchte Größe b steht hier über dem Bruchstrich. Ich kann also mit einer Äquivalenzumformung mal 5,5 b erhalten, also 5,5 mal Cosinus von 50 Grad ist gleich b.
Und das geht jetzt wieder mit dem Taschenrechner. Also 5,5 mal Kosinus von 50 Grad. Das ist 3,5353. Ich runde mal auf zwei Stellen hinterm Komma. Die dritte Stelle ist eine 5, also 3,54. Also B ist gleich 3,54. So, das ist der Fall, wenn die gesuchte Größe über dem Bruchstrich steht. Es gibt noch einen anderen Fall, und zwar dann, wenn die Größe gesucht ist, die unter dem Bruchstrich ist. Das schauen wir uns gleich mal hier in dem zweiten Beispiel an. Ja, ich mache mal ein bisschen Platz. Und nehmen wir mal dieses Beispiel. Also, was haben wir hier gegeben? Diese Seite ist angegeben, diese Seite ist gesucht. Die gesuchte Seite liegt gegenüber des rechten Winkels, ist also die Hypotenuse. Diesen Winkel habe ich angegeben mit 40 Grad und gegenüber liegt die Seite, die mir bekannt ist. Also brauche ich etwas mit Gegenkathete und Hypotenuse. Gegenkathete durch Hypotenuse, das ist der Sinus. Also, ich gehe wieder genauso vor, ich schreibe mir erstmal die Definition auf. Sinus von 40 Grad ist gleich 5 geteilt durch c. Okay, ich habe also jetzt wieder die Definition der trigonometrischen Funktion benutzt, um eine Gleichung zu bekommen. Das c, das ich suche, steht in der Gleichung drin. Und an der Stelle kann ich also jetzt mit Äquivalenzumformungen weitermachen. Wenn ihr euch erinnert an unsere Strategien zum Lösen von Gleichungen, dann gab es an dieser Stelle unterschiedliche Methoden, wenn die gesuchte Größe unter dem Bruchstrich steht. Ich gehe jetzt mal Schritt für Schritt vor, rechne erstmal mal c. Also c mal Sinus von 40 Grad ist gleich 5. Und dann bringe ich den Sinus von 40 Grad noch auf die andere Seite durch geteilt durch Sinus von 40 Grad und bekomme also raus, c ist gleich 5 geteilt durch Sinus von 40 Grad. Jetzt kommt der Taschenrechner wieder ins Spiel. Also 5 geteilt durch Sinus von 40 Grad ist 7,778. Ich runde auf zwei Stellen hin vom Komma, also 7,78. Ja, also das sind im Wesentlichen die beiden Fälle, die meistens oder die in dieser Form oft auftreten. Und zwar muss man jetzt gucken, man startet also jedes Mal so, dass man sich aufschreibt, was ist gegeben, was ist gesucht, um welche Seiten geht es, und dann schreibt man sich die Winkelfunktion auf, in der die gegebenen und die gesuchten Informationen miteinander verbunden werden. Und dann kann es sein, dass die gesuchte Größe über dem Bruchstrich steht. Dann geht es in dieser Weise relativ schnell. Beim zweiten Beispiel, da stand jetzt die gesuchte Größe unter dem Bruchstrich und ich habe einen Schritt mehr gebraucht. Man hätte auch den Kehrwert nehmen können. Wichtig ist, hier habe ich jetzt den Sinus genommen, weil hier die Gegenkathete und die Hypotenuse eine Rolle spielen. Deswegen den Sinus, weil der mit Gegenkathete und Hypotenuse gemacht ist. Hier haben wir den Kosinus, weil Ankathete und Hypotenuse.
Okay, es kommt auch immer wieder mal ein Tangens vor. Was war das nochmal? Naja, Tangens ist ja Gegenkathete durch Ankathete. Und deswegen ist der Tangens prädestiniert dafür oder extra dafür gemacht, um Steigungen anzugeben oder zu vergleichen. Wenn man nämlich mal sich diese Beispiele hier anguckt, dann sieht man, wenn die Gegenkathete und die Ankathete gleich groß sind, dann ist der Tangens genau 1, ja, weil die beiden Seiten gleich groß sind. Hier vielmehr, da ist der Tangens von Alpha größer als 1, weil die Gegenkathete länger ist als die Hypotenuse und entsprechend ist hier der Tangens von Alpha kleiner 1. Das kann man schon durch Hingucken sagen. Jetzt habe ich hier mal ein Rechenbeispiel mit Tangens. Ich habe also einen Winkel gegeben und eine Seite. Eine Seite ist gesucht und ich habe hier jetzt die Gegenkathete und die Ankathete. Deswegen benutze ich den Tangens. Der Tangens von 40 Grad, der Winkel ist angegeben, ist hier also 350 durch c. Und ich suche diese Seite c, also wie eben mal c, um das c unter dem Bruchstrich rüber zu bekommen. C mal Tangens 40 Grad ist gleich 350 Grad. Stimmt nicht, nicht Grad, sondern 350. In dem Fall ohne Einheit, könnten zum Beispiel Meter sein. Hauptsache eine Länge. Und dann muss ich das C noch alleine kriegen. Und weil der Tangens mit mal gebunden ist, teile ich durch Tangens von 40 Grad. Das ist ja eigentlich nur eine Zahl. Bekomme also C ist gleich 350 geteilt durch Tangens von 40 Grad. Und das geht wieder mit dem Taschenrechner. Also 350 geteilt durch Tangens von 40 Grad. 417,11. Okay. Ja. Gut. Nun kann man auch die Umkehrfunktionen von Sinus, Kosinus und Tangens benutzen. Also die Frage stellen, wenn ich also jetzt die Seitenverhältnisse kenne, welcher Winkel gehört dazu? Hier weiß ich also jetzt, in diesem allerersten Beispiel, das Verhältnis von Ankathete zu Hypotenuse bei diesem gesuchten Winkel Alpha 1 ist 0,55. Und die Frage ist jetzt, was ist der Winkel dazu? Naja, der Winkel, den bekomme ich durch die Umkehrfunktion des Kosinus. Kosinus hoch minus 1. Und da gebe ich als Argument das Seitenverhältnis ein. Und das geht jetzt wieder mit dem Taschenrechner. Und jetzt brauche ich erstmal das Shift und dann den Kosinus, weil hier oben, da steht ja der Kosinus hoch minus 1 im Taschenrechner. Also Kosinus hoch minus 1 von 0,55 ergibt 56,6 3 Grad. Also das sind 56,63 Grad. Und entsprechend macht man das mit dem Sinus hoch minus 1. Oder mit dem Tangens hoch minus 1. Genau. Naja, und das kann man natürlich in den Taschenrechner tippen.
Okay, ein Rechenbeispiel mit einem Dreieck. Hier habe ich jetzt zwei Seiten gegeben und suche den Winkel. Die Strategie ist aber eigentlich gleich wie bei den anderen Beispielen. Ich schreibe mir immer erstmal die Definition einer sinnvollen Winkelfunktion hin. Ich habe hier also jetzt meinen Blick auf den Winkel Beta gerichtet. Ich habe eine Hypotenuse angegeben, die liegt hier gegenüber des rechten Winkels. Und eine Gegenkathete. Mit Gegenkathete und Hypotenuse, da habe ich den Sinus am Start. Also Sinus von Beta ist Gegenkathete durch Hypotenuse, also 4 Fünftel. So, und jetzt, wenn ich Beta berechnen will, dann benutze ich wie eben den Sinus hoch minus 1 von dem Seitenverhältnis. Taschenrechner, Shift Sinus hoch minus 1 von 4 Fünfteln. Und bekomme raus 53,13. Grad. Okay. Kompliziertere Aufgaben kann man jetzt schrittweise ausrechnen. Zum Beispiel, also man könnte jetzt sagen, ich möchte jetzt alles rausfinden von diesem Dreieck. Und ich weiß nur, hier gibt es den Winkel 60 Grad und hier die Seitenlänge 1,5. Und ich möchte jetzt hier den Winkel, diese Seite B und diese Seite C rausbekommen. Ich fange mal an mit dem Winkel Alpha. Das ließe sich zwar auch über Trigonometrie machen, wenn ich wenn eine zweite Seite berechnet hätte, aber ich weiß ja, dass die beiden nicht rechten Winkel im rechtwinkligen Dreieck zusammen 90 Grad ergeben müssen, weil die Winkelsumme im Dreieck ja 180 Grad ist und einer ist schon 90 Grad. Also weiß ich, dass Alpha auf jeden Fall 30 Grad sein muss. Okay, und jetzt kann ich das so ein bisschen, ja, so ein bisschen Geschmacksfrage, wie man jetzt vorgeht. Also ich könnte zum Beispiel mal sagen, ich berechne mal B. Und nehme mal den Tangens. Dann wüsste ich, dass Tangens von 60 Grad ist Gegenkathete durch Ankathete, also B durch 1,5. Dann mache ich mal 1,5 und bekomme raus, B ist gleich 1,5 mal Tangens von 60 Grad. Taschenrechner 1,5 mal Tangens von 60 Grad. Das sind 2,598, also 2,60 gerundet auf zwei Stellen hinterm Komma. Ja, und jetzt kann ich auch die Hypotenuse berechnen, zum Beispiel mit also ich möchte die Seite C berechnen und nehme mal den Cosinus, also Cosinus von 60 Grad, das Ankathete durch Hypotenuse. Also 1,5 durch c. Ich mache mal c. Dann habe ich c mal Cosinus von 60 Grad ist gleich 1,5 und teile durch den Cosinus von 60 Grad. Dann habe ich c ist gleich 1,5
geteilt durch Cosinus von 60 Grad. Kommt wieder der Taschenrechner ins Spiel. 1,5 geteilt Cosinus von 60 Grad. Das ist 3. Also habe ich herausgefunden, das hier ist 3, das hier ist 2,6 und das hier sind 30 Grad. Ja, und alle Informationen über das Dreieck sind bekannt. Im Allgemeinen ist es aber so, dass man nicht irgendwelche Dreiecke ausrechnet, sondern Anwendungsaufgaben hat und dort Dreiecke findet. Ja, also angenommen, man hat einen Drachen steigen lassen, man weiß, die Drachenschnur ist 25 Meter lang und man kann jetzt hier vielleicht mit einem großen Geodreieck oder mit anderen Tricks herausfinden, dass der Drachen hier in einem Winkel von 48 Grad, also die Drachenschnur mit der Ebene einen Winkel von 48 Grad einschließt. Und ich sag mal, wenn die Drachenschnur schön gespannt ist, dann könnte ich mich jetzt fragen, wie hoch ist der Drachen eigentlich? Es ginge mir also jetzt hier um diese Seite. Und hier könnte ich mir jetzt einen rechten Winkel vorstellen und hier das Dreieck schließen. Dann könnte ich die Seite H ausrechnen. Weil ich schaue das mal ganz genau an. Ich habe hier also den Winkel 48 Grad und gegenüber eine Tangente, ach Quatsch, eine Kathete, die Gegenkathete und die Hypotenuse. Also nehme ich den Sinus, schreibe mir die Definition hin, Sinus von 48 Grad ist h geteilt durch 25 Meter. Mal 25. Ist also 25 mal Sinus von 48 Grad. Ist dann die Höhe h in Metern. Taschenrechner. aufgerundet, sagen wir mal 18,58 Meter. Also 18,58 Meter.